Jo, was geht ab, Leute? Ich begrüße euch hier zum fünften und wahrscheinlich auch letzten Part Port Reloaded. Wir waren jetzt gerade, glaube ich, bei der 24. Kammer. Und ich glaube, das Spiel hat nur 25 oder so. Also wird es auf jeden Fall jetzt die letzte Folge werden. Dann würde ich sagen, starten wir auch einfach direkt rein. So. Genau, hier waren wir. Dann mache ich das aus. Damit drehe ich das um. Und hier ist Gitter. Da oben ist kein Gitter. Da ist auch kein Gitter. Aha. Ach, sieh mal an. Guck mal hier, dieses Ding da kommt raus. So, das heißt wahrscheinlich, der Würfel muss dann da dran gedotzt werden. Ich nehme jetzt erstmal an. So. Würfel kommt. Ups. Hier ist so ein Sprungding. Easy. Okay. Ah, da geht's ja nicht durch. So. Ja. So, genau. Und jetzt. Aha. Okay, gut. Gucken wir mal, wie es in der anderen Zeit aussieht. Eigentlich genauso. Nee, so nicht. Eigentlich genau hier irgendwas, was gegenüber ist. Ups. So. Genau. Also eigentlich hier ja auch. So. Oder nee, eigentlich muss das wahrscheinlich hier so. So. Und das da. Kann das so gehen? Nee. Ich suche gerade eine Möglichkeit, wie ich den Würfel zurückkriege. Wie kriege ich den Würfel? Eigentlich wäre das Einzige hier, ja, dass er irgendwie da runterfällt und ich halt einfach so hier, zack, und so, zack. Genau. Das heißt, am besten mache ich das mit dem anderen Würfel, mit dem da. Also nochmal zurück, so. Genau so.
mal. Vielleicht muss ich das doch springen lassen. Dass ich dann. So. Genau so. Jetzt mache ich so. Kommt er auch wieder? Wow. Ja, ich glaube, genauso muss man das nämlich machen. Ich habe das jetzt eher so unterbewusst gemacht. Aber gut. Das war das, ne? Haben wir. Ja, jetzt ist es ja eigentlich leicht. Hier rein. Dann muss der halt zurückgehen, halt dahin. So. In the event that something horrific were to happen to this facility in the future, my protocol is to find a viable candidate that can withstand the effects of time travel on the human body and help to rectify whatever led to the tragic events of the future. That's where you come in. We need you to stop this test subject dead in its tracks and save the facility. Alles klar. Oh, dann gehen wir mal hier rein. Wow! Welcome to the final chamber. Don't get overwhelmed. Take everything one step at a time, and you will soon find the solution. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich das Masterprojekt, wo dann alles gebraucht wird. Hier Laser, dieses Ding und diese Dinger. Also, das würde theoretisch gehen. Ist die Frage, ob das was bringt. Oder macht es das nur auf? Ah, oh, habt ihr das gesehen? Der bleibt da automatisch drin. Also automatisch im richtigen Winkel. Okay, ich glaube irgendwie, dass das korrekt ist. So. Und ich würde jetzt mal in die andere Zeit gehen. Thank you.
jetzt höre ich doch. Aha. Okay, er wird erzeugt und fällt natürlich dann direkt runter. Das heißt, ich muss am besten... So. Und hier schon hingehen. Dass wenn er dann da ist... So, jetzt habe ich ihn. Und was ist eigentlich hier? Kann ich da durch? Ich kann wahrscheinlich nicht da durch. Okay. Aha. 1, 2, 3, 4 ist dann hier 3, 2, 4, muss 1, da ist 1. Boah. Hä, wie soll das denn gehen? Wie soll man denn alle 3, oder muss man gar nicht alle 3 machen? Also. Es gibt nicht noch Würfel extra, glaube ich. Moment. Aha! Hier gibt es eine Light Bridge, aber hier nicht. Okay. Interessant. Das heißt, hier können wir Sachen machen. Nicht machen könnten. Zum Beispiel könnten wir genau so machen. Ich glaube, das wäre dann gut, um den Würfel aufzuhalten. Ja, das würde theoretisch auch gehen. Also könnte man den Würfel aufhalten. Das heißt, eigentlich, glaube ich, denke ich schon ein bisschen zu advanced. Ich brauche nur den Laser. Der ist ja hier. So, ich brauche erstmal das Ding. Genau. Und hier jetzt nur den Laser. Okay, ich muss erst den Laser machen. Wie soll denn der Laser kommen? So? Ja, ein bisschen. Eigentlich so, dass er... Das da... würde ja so gehen. Aber wie mache ich den anderen Laser? Es hier machen in der Timeline. Okay. Also muss das da eigentlich von so auf ein anderes Portal zeigen. Wo ist der Laser? Hier. Nee, oder? Weil das ist... Ich brauche ja den Würfel. Thank you.
das bringt mir auch nichts. Einen Laserstrahl benutzen für beide. Ich muss hier irgendwie umlenken. Der Laserstrahl muss ja aufhören. Kann nur eins benutzen. Was man eventuell machen könnte, wäre, dass sozusagen der erste irgendwie so steht. Hier. Der steht so. Ja, wenn dann das so kommt, dann ist es so. Und der zweite Würfel muss irgendwie halt so stehen, dass falls der Laser halt... Nee, sorry, in der falschen Timeline. Der Laser muss so stehen, dass der... hierhin zeigt. Dann so. Ich kann nur selbst von hier das Portal nicht ändern. Was kann ich jetzt von hier aus machen, theoretisch? Könnte sehen. Aha. Wenn es mit einer Light Bridge ist, würde das bestimmt gehen, oder? Weiß ich nicht. Macht aber fette Lasershow. Also das war auf jeden Fall nichts. Ah, so, oder? Ja, genau, so muss es sein. Also vorher, okay, nochmal. Also erst hier. So. Und jetzt? Exakt. Und was passiert jetzt, wenn ich hier mache? Nee. Okay. Also das zu aktivieren ist wichtig. Das brauche ich. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich hier hin. In diese Zeit.
Also hier ist der eine. Und der andere, der dritte, wo ist der dritte nochmal? Das war eins, zwei, vier, da, drei. Okay. Also, muss ich hier mir die Leibwand schonen? Jetzt ist das ja hier. Wie kriege ich das jetzt am besten noch zurück? Jetzt gleich entstehen, oder? Ja. Genau. Ich glaube, das war aber schon verkackt. Ich glaube, es muss irgendwo hin. Es muss irgendwo hinspringen am besten. Entweder wo ich es vielleicht fangen kann, aber ich glaube, ich kann nichts fangen. Da ist zu. Sonst könnte das vielleicht zu mir fliegen irgendwie. Aber nee, ich glaube, ich muss dann hier den mit der Lightbridge fangen. So ist es nämlich. Das war dumm. Ah, okay, also nochmal. So, und jetzt... Ach komm. Ach. Das war jetzt nicht so schlimm, wie ich das dachte. Was wäre denn, wenn ich hier das mache? Dann ist alles verkackt. Wo ist der Würfel überhaupt hin? Das heißt, ich muss das eigentlich nochmal machen. So. Und jetzt? Jetzt nehmen wir das. So, jetzt haben wir die Position des Cubes resettet. Das heißt, wir können ihn theoretisch woanders hin machen. Also, haben wir hier den Würfel. Der muss nach da oben. Das könnten wir auch schon theoretisch machen.
Oder? Ja, also der Würfel muss eigentlich als erstes nach oben. Also der Würfel müsste da oben schon sein und der andere müsste dann da sein. Aber wenn der dann oben ist, wird der andere ja auch oben gespawnt. Also wenn wir jetzt so machen. Der Würfel spawnt halt leider immer irgendwo. Das ist halt gar nicht so geil. Frage ist jetzt, wie kriege ich jetzt sozusagen den anderen Würfel so, wie ich den haben will, dass der dann hier hochfliegen kann und ich, also der muss ja erst oben ankommen. Der muss erst oben ankommen und dann kann ich hier so machen und dann wird er da ja irgendwie gespawnt. Wie kann ich den abfangen? Also der andere Würfel fliegt ja so immer direkt weg. Von daher müssen wir halt irgendwas anderes überlegen. Was ist denn, wenn ich... Also ein Würfel muss ja oben sein und ein Würfel muss hier auf dieser Höhe sein und den Laser darüber legen. Was ist, wenn ich... auch so machen, dass er hier ist. Hier. Ich bin irgendwie behindert. Moment. So. Nochmal kurz. Für mich. Ich mach das jetzt hoch. Dann gehe ich in die andere Timeline. Setze das blaue Portal hier hin. Gehe zurück und mache das grüne Portal da. So, nämlich. So. Achso. Ja, dann einfach so. Genau. Gut, der letzte war jetzt eigentlich gar nicht so schwierig. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Muss ich mir irgendwie einen Würfel holen? Okay. So. Wie kriege ich jetzt einen Würfel zu mir? So.
Ja. Okay. Sehr gut. Kommt zu Papa. Also. Was habe ich eigentlich hier? Den Typ kann ich ja eigentlich auch mitnehmen. Ach shit, ich hätte den da lassen sollen, ne? Ah, das tut weh. Das tut weh. Den hätte ich definitiv da lassen sollen. Genau, ich muss nämlich... Oder? Ah, Moment. Das könnte eventuell gehen. Bisschen cheesy, aber geht schon. So. Ja, wir haben's. So. Jetzt. Ha. War ja mal komplett easy. Nee, Spaß. War aber nice, auf jeden Fall. Ziemlich geil. Astonishing. You really did it. You've proven to be capable of nearly anything. Now it's time for your real mission. We will put you back in stasis until the day of the incident. And you will be the one to prevent it. What? This vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault. Elevator you will to be surface. Awoken when the time comes to use your special ability Phase to save this facility from its impending doom. Ich weiß jetzt nicht. Ich will ja irgendwie schon da jetzt reinspringen. Einfach nur mal, um zu gucken, was passiert. The Enrichment Center thanks you for your contribution to science. You are going to achieve great things in the future. And change the course of history. Ah, okay, es hört dann einfach auf. Ja, genau. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal das andere Ende an. We will put you back in stasis until the day of the incident. And you will be the one to prevent it. This vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault. You will be awoken when the time comes to use your special abilities to save this facility from its impending doom. So, dann gehen wir mal hier lang. Elevator to surface. Yes, warning. Please. You are going the wrong way. Please be aware that escaping is not an option here. Escaping you are far too option. Important. If you won't go voluntarily, we will be forced to destroy your current body in order to put you back together in the stasis chamber. But this will be a small price to pay in order to help save the facility. Think of it as a sacrifice to science. Thank you and goodbye. Warning, you are deviating from your path. Whoa. Facility power has reached critical levels. Connection unstable. Dome.
Komme ich jetzt wirklich noch raus? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh oh. Wärst du mal lieber drin geblieben? Die Headcrab Monster. Alles klar. Ja, dann hoffe ich einfach mal, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Vielleicht konntet ihr ja mitknobeln und mitdenken. Und könnt mir einfach sagen, was ihr gehalten habt von der Serie. Ich fand es auf jeden Fall cool. Ich bin total überrascht, wie viel das wirklich geändert hat. Dieses eine kleine Detail, dass man halt in der Zeit reisen kann. Also, da musste ich echt nochmal umdenken und ich habe schon echt viele Mods auch für Portal schon ausprobiert. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, macht's gut, Freunde, lasst es euch gut gehen und haut rein.